mein Gott! Run for run! Das geht zur ja. Hölle ist Salim. Der Sprengstoff hat's echt gebracht. Sieht aus, als ob hier gleich alles einstürzt. Salim, er lebt noch. Salim, komm schon. Hörst du mich? Bin umzingelt. Ich stecke in der Klemme. Vampire. So viele Vampire. Was überlegst du noch? Wenn wir zurückgehen, sterben wir auch. Ich gehe. Salim gehört zu uns. Marines, lassen niemanden zurück. Hörst du mich, Salim? Falls ich es nicht schaffe, sag meinem Sohn, ich habe alles versucht. Sag's ihm selbst. Ich komm dich holen. Ich hoffe, wir bereuen es nicht. Wahrscheinlich schon, aber... Wir schaffen das. Scheiße! Gerade ernsthaft zu mir geschmissen? Hab ich. Verschwinden. Alter. Was ist mit dem los? No. Oh mein Gott! Fledermäuse schaffen dich nicht. Oh Mann, das war so verdammt unglaublich. Die haben uns überrannt, aber Salim und ich sind durch sie durch wie beim letzten Touchdown des verdammten Super Bowl. Hört zu, wir sind noch nicht in Sicherheit. Aber ihr, so wie ihr seid die Besten.
Ach was, die Besten der Besten. Wir schaffen's. Nach Hause. Hurra! 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 Oh mein Gott. Lieutenant! Junge! Shit! Fuck! Jetzt hoch. Verdammt. Ich hätte sie nie gehen lassen sollen. Sie wollte wohl einfach nicht tot bleiben. Oh mein Gott. Hallo. Wie haben wir das bloß überlebt? Geht es euch gut? Es haben wirklich welche überlebt. Noch bei mir, Kumpel. Wir sind zwei lebende Marines, die verdammt gern nach Hause wollen. Mailman 2-1 an Coyote 2. Empfangt ihr mich? Hier Rhino 1-5, bestätige. In 5 Minuten sind wir bei euch. Wo zur Hölle wart ihr? Over. Kurz in der Hölle gewesen. Improvisation führt zum Sieg. Wir haben es echt geschafft.
echt erstaunlich, wie hell es hier ist. Hallo, Sonne. Bin ich froh, dich zu sehen. Ich muss zurück zu meinem Sohn. Er macht sich sicher schon Sorgen. Nein, nicht nochmal. Nein. Nee. Nein. Oh mein Gott. Was? Das sah aber schon echt richtig nice aus. Wie dieses Viech da so vor die Sonne gesprungen ist. Ich bin impressed. What? Wie lange dauert es? Wie lange dauert so eine Finsternis? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung davon. Doch nur eine Minute, oder? Kontakt! Nein, 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 nein. Ich hab mich zu früh gefreut. Wir schicken sie zurück in die Hölle. Gibt es nichts Besseres zu sagen? Feuerwerk? Sonst nichts? Keine Munition? Scheiße! Muss eben reichen! Scheiße! Man immer diese Kacktasten. Es war mir eine Freude. Ah!
My Lord! Hey! Nicht mehr, bitte. What the fuck? Oh Gott, kurz vergessen. Vampire? Oha, es geht aber schnell. Die jetzt noch stehen, die standen frei, und diese fielen frei. Nicht schlecht. Einige Schützlinge kehrten ans Licht zurück, andere blieben in der Dunkelheit. Überleben hat oft einen hohen Preis. Einen Preis, den manchmal andere zahlen müssen. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen, vielleicht. Wähle ich nächstes Mal eine etwas
wohligere Geschichte. So wohlig, dass sie nachts noch schön durchschlafen können. Doch was sie auch sein wird, der Abschied wird ihnen schwer fallen. Bis zum nächsten Mal. Sie kennen den Ausgang. Bist spät dran und siehst scheiße aus. Ich hab einen Nachtflug hinter mir. Was denkst du denn? Guter Flug? Scheiß Film, scheiß Essen, null Beinfreiheit. Musstest hinten sitzen? Neben den Klos. Schön. Der Kaffee war nicht übel. Echt leckere Muffin. Bericht gelesen? Auf dem Flug. Wie läuft es mit dem Analyseteam? Das ISG-Team erlitt Verluste, aber es war kein totaler Reinfall. Mussten nur ein paar vom Boden aufkratzen. Die Ärmsten. Und die Kreaturen? Sowas haben wir noch nie gesehen. Ew. Coldjack Jason, First Lieutenant, Marine Force Recon. Bester der Besten, was? So wird er angepriesen. Fuck! Wie oft soll ich Ihnen diese Geschichte denn noch erzählen? Ich verstehe. Aber SANCOM ist besorgt wegen der Normarbeit. Welche? Die ganze Mission war nicht normal. Warum haben Sie sich denn mit dem Feind verbündet? Sie waren nicht da. Die haben uns massakriert. Mir war es scheißegal, wer es war. Wir brauchten jede Unterstützung. Ich bin durch die Hölle gegangen, um Salim zu helfen. Der Mann war fünf von ihrer Sorte wert. Semper Viehscheiße nochmal! Und Colonel King? Fuck, was soll mit Colonel King sein? Wie ist er gestorben? Er hat uns in die Hölle geführt und ist verbrannt. Sie haben sich mit einem irakischen Soldaten verbündet? Republikanische Garde, falls man es glauben kann. Muss ja schwer Eindruck auf Kolchak gemacht haben, wenn er ihn gerettet hat. Bin gespannt, ihn zu treffen. Ich sage nichts mehr, solange ich nicht meinen Sohn sehen darf! So handhaben wir die Dinge hier nicht. Sie wissen gar nichts. Jason hat mich gerettet. Was sagt Ihnen das? Da unten war Ihr Scheißkrieg längst vorbei. Reden wir mehr über diese Kreaturen. Die Vampire. Es ist recht schwer zu glauben, dass Sie sie damit getötet haben. Lassen Sie mich frei. Dann zeige ich Ihnen, wie das geht. Das Analyseteam sichert noch Proben am Ort des Geschehens. Es war ein Gemetzel. Sie hatten Dynamit? Wir wissen nicht, woher Sie es hatten. Nein. Schluss jetzt. Ich hab's schon gesagt. Es war eine Stadt, eine ganze Stadt voll mit den Dingern. Da waren Kokons. Tausende von den Dingern. Wie viele der Organismen lebten dort noch? Zu viele. Ich hoffe bloß, dass sie alle verbrannt sind. Das ist ja wie damals mit Winterfold. Aha. Ah, und hier ist Colonel Eric King, unser Genie vom Dienst. Mit sowas hat er wohl nicht gerechnet. Die waren verheiratet? Naja, nur noch auf dem Papier. Ist zu Tode gestürzt. Ja, das habe ich gelesen. Frag mich, ob da mehr dahinter steckt. Die Antwort ist mit ihm gestorben. Schuld daran ist Kalos. Es hielt den Tempel für Saddams Waffendepot. Beschissenes System. Das stimmt so nicht. Für uns war es ein großer Fund. Glückstreffer. Ist das dein Verständnis von Glück? Tja, glauben Sie mir jetzt? Das ist Miller. Er wird Sie weiter befragen. Befragen? Ihre Prioritäten sind echt verdreht. Die Dinger sind noch da unten. Was unternehmen Sie dagegen? Um das zu besprechen, werden wir später noch Zeit haben. Vorerst sollten Sie sich glücklich schätzen, dass Sie noch am Leben sind. Es ist das reinste Wunder, dass Sie da unten überlebt haben. Ich habe gelernt, mich nur auf mich selbst zu verlassen. Ich war stärker als alle. Wir kommen bald wieder. Bleibt es bei nächsten Sonntag? Janet macht Feuertopf. Na klar, bleibt es dabei.
An den Job werde ich mich nie gewöhnen. Warum solltest du? Zumindest war es örtlich begrenzt. Ja, dieses Mal. Also, was hältst du von all dem? Das ist unwichtig. Es ist nur wichtig, den Informationsfluss zu kontrollieren. Die Weltöffentlichkeit wird nie davon erfahren. Think of the most profound thing you've ever done. The most beautiful thing you've ever created. And I promise you, it's nothing compared to watching the life bleed out of someone. To see the fear in their eyes. To feel them pawing at you for release. To hear them pleading, begging. That's true art. That's what you have to be, an artist. I've left my mark on the world. Have you? Oh mein Gott. Ich freue mich so auf dieses neue Spiel. Ich hab's geschafft. Ich hab's auch tatsächlich geschafft, dass welche überlebt haben. Keine Ahnung wie. Aber ich hab's geschafft.